Ja, das ist ungefähr so mein handwerkliches Niveau. So, wir sollen eine neue Mission annehmen. Daddy is a criminal now, but you're still a good boy. Dexter, du wirst auch immer ein guter Junge bleiben. Hallöchen, Lea. So, dann kümmern wir uns doch mal um das Rattenproblem. Es stellte sich heraus, dass einige Überbleibsel der Nomaden versuchten, ihren letzten Willen zu erfüllen, indem sie sich an mir rächen wollten. Armselige Bastarde. Jedenfalls habe ich sie zuerst erwischt, wie ich es immer tue. Dieser dumme Ratte Tyler versuchte, eine Ex-Nomaden zu beeindrucken und hat mich verraten. Er hat diese Typen sogar zu einem geheimen Treffen eingeladen, um ihrem Plan beizutreten und mich auszuspielen. Als ich das herausfand, schickte ich meine Leute, um ihren Spaß zu verderben. Jetzt sind sie endgültig erledigt. Okay. Pro-Tipp. Das Vorstellungsgespräch am selben Tag, ein paar Stunden später eine OP-Vorbesprechung zu haben, wo man null Bock drauf hat und ein bisschen Panik schiebt, wegen was gemacht wird, hilft sehr, die Nerven so hinzukriegen, über das Vorstellungsgespräch nicht mehr nachzudenken. Ja, ich bin nicht wirklich nervös, ich fühle mich nur unwohl, aber das ist, liegt, glaube ich, in der Natur der Sache einfach. Aber das wird schon. Tyler Novak schreibt, was geht ab, Herr Kowalski? Wissen Sie, in letzter Zeit habe ich viel über die Zukunft nachgedacht. Das ist irgendwie verrückt, denn es fing alles an, besser zu werden. Seit Sie mir aus dieser Rob-Situation geholfen haben, die Leute in der Gang respektieren mich jetzt wirklich und ich fühle mich, als hätte sich mein ganzes Leben schnell um 180 Grad gedreht. Ich habe viele, viele Pläne. Ich denke sogar daran, in Zukunft mein eigenes Geschäft zu gründen. Finden Sie etwas Freizeit und ich werde Ihnen die Details persönlich erzählen. Jim ist vielleicht ein bisschen verrückt, aber er ist verdammt gut zu seinen loyalen Leuten. Und ich bin der Loyalste, der beste Gangster überhaupt. Er spricht auch gut von Ihnen, also schätze ich, wir könnten irgendwie auf derselben Seite sein. Haha, aber nur für den Fall, lassen Sie es mich wissen, ob ich etwas für Sie tun kann. Okay. Nee. Wir haben Größeres. Was ist das denn? Oh. Ein pinker Schwimmflamingo. Nee, da geht's raus. Guck mal, das Spiel ist für mich gemacht. Steht ein Energy Drink rum. So, freundliches Feuer. Big Jim behauptet, dass Tyler ihn an die Nomaden verraten wollte. Aber ist das wirklich die ganze Geschichte? Schauen wir mal. Das wird eine lange Nacht, ja, mal gucken. Kapitel 6. Sometimes I wonder if it all had to end up like this. Tyler was a grown man making his own decisions. There was nothing more I could do to save him. But was that death truly necessary? Dieser Tod notwendig war? At last, here I am. Die sind schon wieder so wunderbare Katzenabdrücke. Wie war das Glück nochmal? Ah, Steuerungstaste. Geh kaputt.
Dann sammeln wir erstmal ein bisschen Müll auf. Okay. Jetzt müssen wir noch weiter zerschlagen. Dann geh auch kaputt, Mann. So. Was ist hier denn passiert? Was ist denn hier los? Sehr geehrter Herr Novak, bezüglich Ihrer kürzlichen Bewerbung haben wir gerade eine perfekte Wohnung für Sie und Ihre reizende Freundin gefunden. Sie hat eine große Küche, ein Badezimmer, zwei Zimmer und einen Balkon, befindet sich in einer ruhigen Wohngegend mit guten Verkehrsanbindungen und Geschäften in der Umgebung. Ich freue mich, Ihnen von der möglichen Unterzeichnung eines Immobilienvertrages eine Besichtigung zu geben. Alles liegt im besprochenen Budget. Cool. Wird aber nichts mehr bringen. Wo kann ich denn eigentlich hier meinen Eimer füllen? Ich frage mal so für einen Freund. Drüben. Oh Gott, wie sieht das aus? Mädel, komm mal mit. Es ist hier eh alles so dreckig. Weißt du was, dann nehme ich erstmal die Toten mit. Okay. Muss so. Wieso kriege ich den Eimer nicht gefüllt? Komm mal mit Eimer. Okay. Das sieht nach dem Raum aus, in dem wir glücklich werden. Auch räumen wir erstmal hier auf. Mal kurz nachlesen. Bin ich froh, ein Auto zu haben, auch ohne Führerschein. Sehr gut. Hallöchen, Big Props, und vielen Dank für deinen Lurk. Hat einen Autounfall. Oh Gott. Allen geht es gut. Hier ist nur einer reingeknallt. Jetzt kann sie wenigstens meins benutzen. Oh Gott. Aber zum Glück ist ihr nichts passiert. Das wäre ja jetzt noch schöner. Wann hört der Stress bei euch endlich auf? Das ist ja eine never-ending story. So, einmal. Du kommst mal hier hin. Reinigungsmittel. Nehmen wir einmal das. Und das. In der Hoffnung, dass wir es jetzt nicht ausschütten die ganze Zeit. Dann putzen wir uns mal hier durch. Ja, ich hoffe, dass es bei euch jetzt langsam mal ruhiger wird. Das ist ja nicht mehr feierlich, das kann es ja keinem erzählen. Wie viel Mist da bei euch in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Geht ja auf keine Kuhhaut mehr. So, wieder mal schlafen. Das sind alles Flecken. Okay, dann wischen wir hier jetzt einfach nur noch. Das ist der böse Eimer. Vor allem meint der Typ, sie hat ihm die Vorfahrt genommen. Komisch, dass Mama und Oma beide zweimal geschaut haben und diesen großen weißen Transporter beide nicht gesehen haben.
Also wird er das quasi nicht seiner Versicherung wahrscheinlich melden wollen. Gehe ich mal sehr stark von aus. Gab es denn noch irgendwie anderweitige Zeugen? Hm. Na, super. Moment. Das ist eine Einladung, es tut mir leid. Man kann mir da nicht so eine Pyramide hinstellen und einen Ball geben. Ich will das abräumen jetzt hier. Ihr wisst ja, ich spiele das Spiel ein bisschen anders. Mein Gott, wie schwer kann es sein, diese Dinger hier runterzunocken? Menü. Okay, war tatsächlich ein Erfolg. Schön. So sei es an der Stelle für den Entwickler. Ach so, René, das ist das, was dich da jetzt anekelt, dass es ins Katzenklo gefallen ist. Ernsthaft? Die Leichen und so sind dir egal, aber dass es ins Katzenklo gefallen ist, das ist das Problem. I see. Ja, was denn? Man kann mir nicht so eine Pyramide hinstellen und denken, dass Vari das nicht umnockt. Es geht nicht. Man darf mir nicht diese Mechanismen geben. Okay, das ist das, was dich anekelt. Ja, okay, René, ich versteh's. Ich guck gleich, ob noch was im Katzenklo liegt. Wenn ja, packe ich's dir da weg. Ist das okay? Ist das ein Deal? Das ist die Challenge, das nicht umzureißen wieder. Oh Gott. Das ist ganz schön wackelig, das Gebilde hier. Jetzt lass mich da drauf. Ich stehe noch zu weit weg. So. Fehlt mir jetzt eine Rolle oder war die das so? Hatten die das so?
Nee, die gehört da scheinbar hin. Hallöchen, Mika. Ich merke schon, das ist, glaube ich, so ein Schweizer Ding. Kann das sein, dass ihr Toilettenpapier auf dem Katzenklo komisch findet? Wie geht's dir, meine Liebe? So, wischen wir hier mal schön weiter. Wer braucht denn das Klopapier? Du oder die Katze? Also ich brauche das Klopapier ja nicht. Da ist sie. Halt, ich habe die fehlende Rolle. Nein! Noch. Och, Manu. Ich habe mir doch so viel... Ich habe mir doch so viel Mühe gegeben, diesen Turm wieder aufzubauen. Jetzt habe ich das wieder durch meine Schusseligkeit umgenockt. Egal. Wir sind hier, um zum Putzen und nicht, um irgendwelche Türmchen zu bauen. Ist hier überhaupt noch was? Nee, ne? Ja, man könnte theoretisch hier drauf auf den Schrank, glaube ich, aber... So, aber das ist ja zu einfach, Nika. Das ist zu einfach. Ich wollte gerade sagen, da ist doch was schief. Aha. Geheimnis entdeckt. Wo gehört denn das Fass hin? So. Jetzt putzen wir mal weiter. Hier mit dem Wischmopp schneller. Die Decke sieht auch aus. Wie haben die denn hier rumgemordet, bitte? Überall das Ketchup verteilen, das ist ja... Ist ja unschön. Aber es muss hier auf jeden Fall noch ein Tier geben. Zumindest ist da Tierspielzeug. Chips, oh, Sand. Haben wir hier noch Schönes drin? Nichts Interessantes. Auch nicht. Ist im Müll was? Okay. Das ist drüben im Raum, glaube ich. Feuerlöscher. Warum habe ich hier einen Feuerlöscher? Okay. Das wollte ich nicht. Böser Eimer. Kassette nehmen wir mit. Hier sieht soweit gut aus.
Der Stuhl ist noch schmutzig. So, was haben wir jetzt? Weise sammeln. Ja. Oben war noch Geld in der Mikrowelle. Hier ist sonst nichts mehr. Hier ist auch nichts. Einmal ist nichts. Ist nichts. Warum hat man da oben eine Fischstatue? Ich weiß ja nicht. Und wie dekadent kann man denn sein? Wieso hat man zwei Mikrowellen? Vor allem, für welche Riesen ist denn die Mikrowelle da oben? Das heißt die Ersatzmikrowelle. Oh, mir geht's bestens. Danke der Nachfrage, Nika. Wenn Ketchup an der Decke ist, wurde das Opfer mit einem stumpfen Gegenstand verdroschen und mehrmals drauf eingeschlagen. Nika, du schaust bestimmt auch zum Einschlafen Medical Detectives und so, ne? Hier sieht es weit aber sauber aus. Vielleicht. Das vielleicht deute ich als ja. Hier gibt's ein Kätzchen scheinbar. Gut, das war jetzt mutig. Wo gehörst du hin? Da drüben. Okay. So weit sind wir noch nicht. Da müssen wir uns erst hindurchwischen. Dieses Kätzchen wird mich bestimmt wieder erschrecken wollen. Ich spüre es schon. Was hier noch alles passiert. Oberst Gato mit der Rohrzange in der Bibliothek. Ah, warte, da muss ich mal eben nachgucken, Birgie, ob das stimmt. Ah, nee. Leider nein. Denn es war der Strick. Ah, geht's dir denn gut, Birgie? Wenn ihr die Anspielung nicht verstanden habt, müsst ihr definitiv mehr Brettspiele spielen. Oh no. Wieder der Rücken. Stuhl, komm mal her. Das dahin. Ach ja. Dieses Teil kommt da.
da dran. Es hat noch Blut drauf. Noemi, hallo. Na, was machen Sachen? So, Mülleimer an mich ran. Weiter aufräumen. Das war eine fette, fette Party. Da müssen wir wieder zuschlagen. Oh nein, scheiße. Dann gute Besserung. Was ist das denn? Refreshing the air. Just a little more effort and room will be ready. Okay. Was auch immer es ist, wir nutzen's mal. Aber dann auf jeden Fall weiter gute Besserung. Hallo, ich wollte damit interagieren. Und, wie sieht's bei dir aus? I don't know. Ich arbeite gerade an meinem Leben. Was meinst du? Ich habe einen neuen Job gefunden. Normaler Job. Zeit weiterzumachen? Du? Normaler Job? Ja, klar. Gut, da hätte ich fast den Eimer umgenockt. Also das Ding ist mir zu laut, aber das stelle ich trotzdem mal hier hin. Cleaning procedures. Hello there. Senpai. I still smell blood here. Hello. Ah. Here. Hey. Hello there. Ich möchte ein Spiel mit dir spielen. Du hast eine Stunde Zeit, den Raum zu reinigen. Klang gerade echt wie Saw. Allgemeiner. Mixgetränk ist schon zu spezifisch. So, wir müssen den Eimer mal sauber machen. Oh, Eimer, wir gehen mal spazieren zurück ins Wohnzimmer. Dann setzen wir unsere Reiniger ein. Also dieses Raumreinigungsding ist irgendwie creepy. Ich weiß ja nicht. Aber macht das auch sauber? Sieht fast danach aus. Was sagt denn das Menü? Ozonisator macht Flecken in der Nähe leichter zu reinigen. Ah, das unterstützt. Okay. Na dann. Gut, dass wir den einsetzen. Auch wenn es uns die ganze Zeit voll labert. Ah,
Aber Däumi, wie lief denn dein Stream noch? Wie viele Unfälle sind passiert? Oh nein, ist die Katze abgehauen? Also ich könnte es ja verstehen. Okay. Kein Unfall. Sehr gut. So muss das sein. Jetzt geh doch kaputt. Ich verstehe nicht, warum das manchmal so schwierig kaputt zu kriegen ist. Immer hatte ich da eine Axt? Hm. Geht wohl nicht kleiner. Na, solange ich es wegschmeißen kann, ist alles gut. Kann das Gerät mal aufhören, mich voll zu labern? Mach mal hier weiter. So. Muss ich die auch wieder wegräumen? War doch noch Dreck. Da ist noch jede Menge Dreck hier unten. Warte mal, ich habe doch hier so eine super duper Bluterkennungslampe. Schwarzlicht nennt man es in Fachkreisen. Das sollte uns doch helfen, hier die blöden Flecken zu finden. Tschüss, Stuhl. Schön, dass du da gewesen bist. Hat er die Teile gefunden, die jetzt weg waren? Oder hat er die so schnell gekauft? Ist ja der Wahnsinn. Oder hat er sie bis dato jetzt erstmal restauriert? Das gehört zu dem Stuhl. Stuhl, komm mal mit. Auf dich. Böses Kissen. Nicht umschmeißen. War knapp, lieber Eimer. Ja, sehr gut. Wo waren die Teile denn? Waren die noch unter Schränken versteckt oder wie? So.
Hier ist ja schon mal so weit. Dann wandern wir mal hier rüber. Ja, sehr gut, dass wenigstens fast alles aufgetaucht ist. Dann ist es ja der Schaden überschaubar. Und die Wut kann verschwinden. Oder was heißt Wut? Der Ärger, ne? Ah, das soll dahin. Something is blocking the way. Sehr schön. So, das gehört auf den Stuhl. So. Darf ich das Ding jetzt aufstellen, bitte? Ich muss zuerst den Weg freimachen. Ist noch jetzt im Weg. Ist es der Müll hier unten, der euch noch stört? Da haben wir noch ein bisschen Blut. Ich need to clear the way first. Ich nehme mal dich weg. Vielleicht stehst du gerade im Weg. Die Lampe war's. Aha. Pech von der Lampe. Es triggert mich hart, dass ich die Dingspackungen nicht wegschmeißen kann, diese Chipspackungen. Würde ich ja schon gerne wegräumen. So. Das ist im anderen Raum. Dann gehen wir mal mit den Sachen hier über die Elektrogeräte. Hier ist auch noch Dreck. Machen wir auch noch schnell weg. Wenn wir eh gerade da sind. Dann müssen wir in dem Raum noch jede Menge Schränke durchsuchen und gucken, ob wir noch irgendwelche Geheimnisse finden auf die Schnelle. Die Becher darf ich wegschmeißen, ist da. Der ist noch heile. Man kann bei den, noch heutzutage bei der Technik kann man einfach draufhauen. Das macht nix. Das kann Technik ab. Ich würde es jetzt bei meinem eigenen nicht machen wollen unbedingt, aber kann man machen. Alles Klärchen, dann gute Besserung dir, Däumelinchen, und einen schönen Abend noch. So. Dann können wir von hier drüben die Boxen mitnehmen. Die gehören nämlich noch hier hin. Diese Chips machen mich kirre. Und dann gucken wir mal so, was in den Schränken so ist. Taschenbecher, eine Uhr. Also da ist nichts Spannendes. Den Stuhl nehmen wir noch mit, der gehört ja hier hin. Wieso kann ich die Steine nicht mopsen? Die sind bestimmt auch irgendwas wert. Bösen Drogen nehmen wir mit. Also die Gewürzmischung natürlich. Ja. Was ist das? Ach, das ist eine Schutzbrille.
Du bist nur Müll. So, was haben wir hier noch Schönes? Ist hier irgendwas zu mopsen drin? Nö. Okay. Machen wir mal das Fenster zu. Zieht ein bisschen. Ah. Ich möchte öffnen. So. Haben wir ein Geheimnis entdeckt. Schön. Sonst ist es noch Müll, nehme ich mal an. Cool. Sieht so aus, als könnten wir dann hier weitermachen. Jede Menge. So, Gerät, du bist fertig. Hi. Viel Spaß beim Saubermachen da drüben. Wenn ich eine Lampe wäre, wo gehöre ich hin? Da drüben. Kommst du erstmal darunter. Alles klar. Bist du Müll oder bist du nicht Müll? Du bist nicht Müll. Bist du ein Hocker-Ding? Okay. Alles klar, Däumi, machen wir. So, Endgegner, komm mal mit. Wischi, wischi, wischi. Und zack. Hier haben wir Sudokus. Okay. Ein Mobiltelefon. Stretching my mind here, but I think I actually feel slightly better. Ist doch schon mal gut. Sudoku therapy. Maybe you should have thought about getting a second opinion on that. Ja, warum so pessimistisch? Sudoku Therapie kann vielleicht auch helfen. Kommt mal drauf an, was man hat. War mal ein Laptop oder so, okay. Das ist dann Müll. Dann wischen wir uns mal wieder durch. Soll ja wohl jetzt leichter zu wischen sein, nachdem wir hier dieses Gerät schon hingestellt haben. Geht auch ein bisschen besser. Upsi. Die Vase braucht keiner mehr. Also jetzt ist es ein paar Teile Puzzle. Außerdem hat die nicht zur Einrichtung gepasst, muss man auch mal ganz klar sagen. Es ist, wenn man aus Crime Scene Cleaner einfach auch noch Hausflipper mitmacht.
ein Crossover. All work, no play. Goddamn. Boah, überall Ketchup. Anstrengend. Aber die Katze ist scheinbar wirklich aus dem Haus geflüchtet. Oder sie steht gleich einfach, wenn wir alles geputzt haben, am Fenster und will fressen oder so. Wäre auch ein cooler Plot-Twist. Was für Reiniger die verwenden, die müssen gut sein. Wenn du dadurch Blut so einfach mit einem Schwamm von weißen Oberflächen wegkriegst, Respekt. Absoluten Respekt daran. So, das ist noch Müll. René, wolltest du mich erschrecken? War das dein Plan? Du warst noch nicht in der Pizzeria? Ja, das kann sein. Also ich bin jetzt Kapitel 6 war das. Du wolltest ausnahmsweise Nika erschrecken. So. Ganz schön frech von dir, du. Oh, jetzt wird hier noch rumgetrollt von Bu. Und ein Leckerchen für die kleine Maus kriegt sie natürlich auch. Einkaufszettel für morgen ist auch fertig. Sehr schön, Regani. Leckerchen. Und da ihr jetzt ja alles erstmal schön auf dem Kopf seht, hätte ich fast den Eimer umgeschmissen. Aber nur fast. Hier ist alles soweit sauber. Moment. So. Was zum Geier will ich kochen? Ein Risotto? Ein Auflauf? Wenn wir uns zusammentun hier in der Community, kriegen wir bestimmt ein paar Rezepte hin. Weil ich nehme ja mal an, die sollen ja auch einfach zu machen sein und trotzdem schmecken. Und ohne Konservierungsstoffe und Gedöne sein. Eimer, komm mal mit.
bisschen sauber machen. Ich mache mal wieder Bratwürstchen mit Bratkartoffeln und Gemüse und ein Spitzkohl. Soßen etwas für Nudeln. Blue hatte letztens einen Spitzkohl-Knödelauflauf gemacht. Der war auch echt lecker. Wenn man sich erstmal so denkt, so, wie passt das bitte zusammen? Aber hat geschmeckt. Und zwar sehr gut. Wirsing bin ich ehrlicherweise nicht so der Freund von. Da kommt, glaube ich, einfach der Bayer in mir durch. Ich esse ja fast alles an Kohl, aber an Wirsing und Grünkohl komme ich nicht so ran. So, sind wir hier in dem Raum. Auch schon fast fertig. Wie fies. Wie fies ist das denn hier bitte? Hab ich Zufall gerade gesehen. Aber Rosenkohl zum Winter hingeht, finde ich. Also im Sommer könnte ich es nicht essen, aber im Winter... Schon geil. Aber gut, da sind die Geschmäcker halt vollends unterschiedlich. Was auch gut ist. So kaufe ich dir den Wirsing nicht weg und du mir den Rosenkohl nicht. Gute Frau, Obacht. Ich müsste da einmal um sie rumwischen. Sie haben da so ein bisschen Blut liegen lassen. Wenn ich die so sehe, dann verstehe ich auch, warum Frauen immer Schwierigkeiten haben, wenn sie die Periode haben. Das geht ja schon... Naja. Tief. Oh, Eintöpfe, ja, das ist ja jetzt eigentlich schon die Zeit, oder? Jetzt, wo es so kühler wird... Schön zu Hause einmummeln. Lecker Eintopf essen. Vor allem so richtig geile Eintöpfe, wo du dann auch Tage und so was von hast. Ich habe meine Freunde eingeladen. Wir werden zu fünft sein. Ich bin mir nicht so sicher wegen ihnen. Wenn sie keinen Mist bauen. John, das sind meine Freunde. Ich weiß, Schatz, es ist nur... Nein, ja, du hast recht. Es wird Spaß machen. Ich glaube, du wirst sie tatsächlich mögen, lol. Versuche einfach, dich mit ihnen zu verstehen, okay? Okay, es wird fein. It did not go fine. Sagt man das, es wird fein? Ist das so ein Ding? Ist ja nicht... So, das machen wir hier noch schnell sauber. Ja. Dann haben wir hier noch...
Sie hat wohl ein bisschen Musik gemacht. Man kann tatsächlich auch Klavier spielen. Ja. Versteckte Erfolge freispielen kann ich. Gebt mir irgendwas, was ich benutzen kann, Vari benutzt es. Dinge, die man nicht nur in Crime Scene Cleaner sagen kann. Da ist nichts mehr. Da ist auch nichts. Das ist doch Blut. Nee, das ist kein Blut hier. Ist hier noch irgendwas zum Moppern drin? Ist das Müll? Nein. Zigaretten. Ist auch nichts. Die Wafis müssen da rein. Ihr müsst da rein. So. Ah, hier hinten ist auch noch eine Chipstüte, müssen wir uns merken. So wie ich rumrenne, bin ich erstaunt darüber, dass ich den Eimer bis jetzt noch nicht umgeschmissen habe. So. Fertig. Dann gehen wir mit dem Eimer mal hier rüber. Den brauchen wir dann auch nicht mehr. Die Lampe brauchen wir auch nicht mehr. Hallöchen Jens, Grüße. So. Da hatte ich überall geguckt, ob ich irgendwie was nicht gesehen habe. Vase bleibt bloß stehen. Bleib stehen. Dieses Spiel hat eine komische Physik, möchte ich mal kurz anmerken. Hier haben wir auch geguckt, überall. Oder? Ich glaube, in dem Schrank habe ich nicht geguckt, aber da ist nichts. Auch nichts mehr. Beim Sitzsack lag noch eine Chipstüte, glaubst du? Nee, Dartpfeile. Nee, da hast dich verguckt. Ich habe hier hinten noch eine gehabt. Ich würde mal sagen, das reicht so. Der Hut gehört da nicht hin. So. Achso, ich wollte gucken, ob die Katze noch kommt. Ich glaube, die Katze ist weg. Die hat's verjagt. Gut. Alle Aufgaben abgeschlossen. Blut, 100% Müll, 100% Möbel. Ich bin gespannt, ob da noch irgendein Geheimnis versteckt war. Oder ob wir mal ausnahmsweise alles gefunden haben. So, ein bisschen Bonusgeld gemacht.
Das ist doch mega. Das sieht so aus, als hätten wir da alles absolviert.